So, gehen wir mal hier rein. Ich hoffe, ich komme da hoch. So. So. Was bist du? Du bist gar nichts. Aha. Ja, doch, ich habe den Bot jetzt aktiviert. Okay, hier gibt's Gold. Boah, ist das geil. So eine geile Taschenlampe wäre noch cool. Ich hoffe, ihr erschreckt mich nichts. So. Genau, jetzt müsst ihr erstmal wieder anfangen zu sammeln, die Taler. Aber das habe ich ja, gesagt. Wie gesagt, wenn das abgelaufen ist, dann werde ich natürlich Kohlestoff, können wir ein bisschen mitnehmen, apropos. So, haben wir sonst noch irgendwo Kohlestoff? Da ist noch Kohlestoff. Nee, ja doch. Weil das brauchen wir ja für den Anzug. Jo, Plutonium, geil. Also hat sich definitiv schon mal gelohnt, hier lang zu gehen. Ist auch noch mal ein bisschen Plutonium, nehme ich mit. Gold. Bisschen Kohlestoff. Nehmen wir alles mit. So. Da kommt schon... Ah, nee, doch nicht. Ich dachte hier, dieser leuchtende Punkt ist irgendwie wieder so ein Wächter. Aber der wird wahrscheinlich hier gleich rumfliegen und kontrollieren. Ich schau mal eben, was sagt unser Anzug? Ja, den könnten wir mal aufladen. Ich lade den mal voll auf. Dann haben wir wieder einen vollen Balken. So. Kann man da auch Rathäuser bauen? Nee. Was ist denn? Was ist denn? Geh weg! Lass mich! Das war bestimmt so ein ekliges Krabbelvieh, was angreift, oder? Hey, das ist eine Abschaumkapsel. Okay. Und wir wollten ja zu der Tafel noch gehen. Ich trau dem Raten da nicht. Ich werde da mal... Ja, es ist schon rot markiert. Ich werde mal abhauen hier. Geh weg, lass mich. Lass mich. Interessantes Game. Um was geht es? Es geht darum, ins Zentrum des Universums zu gelangen. Und es ist so groß. Es ist einfach so, es ist so groß. Dieser Planet alleine, wo ich jetzt gerade hier rumlaufe, um den einmal zu umrunden, sage ich jetzt mal, ja, wirst du Jahre brauchen. Nur für diesen einen Planet. Und davon gibt es Trilliarden. Es sind wirklich Trilliarden. Ich weiß nicht wie viele, aber mehr als ein paar Trilliarden Planeten und Sonnensysteme oder Galaxien. Und jede Galaxie hat über 4 bis 5 Planeten oder auch mal 2 nur und so, ne? Layout erinnert stark an Destiny. Ja, habe ich gestern auch im Stream schon gesagt. Also diese Menüführung. Also hier, diese Menüführung erinnert unheimlich an Destiny. Sehr stark. Das habe ich gestern auch schon gesagt. So, wo ist denn jetzt die Tafel gewesen? War das die Tafel? Ja. 50 Sekunden. Wenn wir straight geradeaus gehen würden. Aber ich kann ja hier schlecht irgendwie... Na? Übertreib's nicht. Nee, ich übertreibe nicht. Es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Um diesen Planeten hier wirklich komplett zu erkunden und dass du alles gesehen hast, brauchst du Jahre wahrscheinlich. Vielleicht auch nur ein paar Monate, aber Jahre. Weil du musst es vorstellen, es ist 10 bis 20-fach so groß, wenn nicht sogar 30-fach so groß wie die Karte von GTA. Oder noch mehr. Das ist jetzt noch, sag ich mal, die Spitze des Eisberges. Wenn ich gleich nochmal zum Raumschiff komme, kann ich dir ja mal die Galaxie zeigen. Also generell so die, wie viele Galaxien es gibt. Es ist wirklich so, ich übertreib's nicht, ne? I'm enjoying this game. Ah, me too, my friend. This is really amazing. I love this game. It's so beautiful. Genau, über 18 Trilliarden, 466 Milliarden, 744 Millionen, 73.000, nee, ja doch, irgendwie sowas. Auf jeden Fall 18 Trilliarden gibt es. Es ist wirklich so. Es ist, ich erzähle auch keinen Scheiß oder so, kannst auch überall nachlesen. Es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Und die Planeten sind wirklich so groß. Und was ich erzählt habe hier, wie groß der Planet ist, ist noch untertrieben. 10-fach oder 30-fach so groß wie die Karte von GTA. Es ist, glaube ich, noch größer.
Na, wenn du überlegst, wir sind jetzt seit gestern so ein bisschen weggelaufen von unserem Schiff. Ich kann ja mal gucken, wo unser... Da ist unser Schiff. So, wir würden jetzt 10 Minuten zu unserem Schiff laufen, wenn wir so gerade laufen würden. So. Und irgendwo ist die Platte. Die Platte ist da irgendwo. Ich frage mich bis heute, wie die das hinbekommen haben. Da sieht man... Sieht man zu, was die PS4 imstande ist. Ja, das, du musst dir vorstellen, das ist ja alles prozedural generiert. Ja, das heißt, also das Spiel hat eine gewisse, ein Rechenzyklus. Und das Spiel generiert halt zufällig Planeten selbstständig quasi. So ein bisschen wie so eine künstliche KI. Und generiert dann einfach, es kann zum Beispiel die Pflanze, die hier ist, kann zum Beispiel zufällig generiert werden, wenn du hinfließt, dann ist sie auf einmal da oder so. Das Spiel macht dann einfach so seinen Weg quasi und generiert so die Planeten. Und deswegen ist es einfach totaler Zufall auch, worauf du triffst und was für einen Planeten du erwischt und tralala. Und das ist einfach so, es wird, glaube ich, keine Menschenseele wird jemals jeden Planeten erkundet haben. Nie. Also... Wenn du überlegst, 18 Trilliarden, das kann man sich so... Wenn man sich das mal vorstellt, wie viel das ist. So, ich versuche mal hier runterzukommen. Oh, da greift mich, glaube ich. Irgendwas ist hier. Unter mir, neben mir, vor mir. Wo ist es? Ich sehe es nicht. Es ist... Keine Ahnung. Irgendwo ist es hier. Erinnerung von Apanilu. Die Zeichen einer uralten Zivilisation wurde einst vor diesen seltsamen Markierungen absorbiert. Irgendwie präsentieren sich die Geschichte der Wirken in der Sprache meines eigenen Volkes. Der große Monolith spricht zu Hirk von den Reisenden. Ihm kommen, was? Ach, ihrem kommen sollte nicht im Feuer begegnet werden. Ihr Kommen war nur ein Traum in einem unendlichen Universum. Ihr Einflussbereich würde der des Endlosen sein. Als Hirik nach den Wächtern fragt, entgegne der große Monolith gar nicht. Hirik war durch sein Schweigen beunruhigt. Hilfe um Sprache bitten, jetzt lernen wir wieder ein Wort. Oder? Ja. Respektieren haben wir das Wort gelernt. Und jeder Planet hat seine eigene Lebensform, ja, richtig, genau. Jeder Planet hat eine eigene Lebensform, ein eigenes Biosystem. Das heißt, es gibt Planeten, wo es eiskalt ist. Es gibt Planeten, ich hoffe, ich komme hier wieder hoch. Es gibt einige, es gibt einige Planeten, wo zum Beispiel saurer Regen fällt, zum Beispiel so ein radioaktiver Regen fällt. Und überall sind andere Spezies unterwegs. Was bist du denn? Warte mal. Yay, neue Entdeckung. Aha, alter Eldlich. Mhm. Temperament defensiv. Okay. So. Ich weiß, es gibt wahrscheinlich einige Leute, die wahrscheinlich vermuten und denken, ja, erzähl du mal, 18 Trilliarden. Genau. Ist klar. So, ich baue nochmal so ein Überbrückungsschiff. Können wir hier mal nutzen. Machen wir nochmal einen Monolith. So. Ich würde gerne mal so eine Basis finden, wo wir unser Schiff rufen können. Das wäre geil. Da ist so ein Monolith. Da können wir mal hingehen. Was hatten wir da hinten noch? Da waren wir, glaube ich, eine Tafel. Genau. Was hatten wir hier? Da war Signal. Wir können doch mal erstmal zum Signal gehen. Um mal zu gucken, vielleicht ist da ja eine Basis, wo wir unser Schiff auch dahin rufen können. Weil es gibt einige Basen, wo man die Möglichkeit hat, sein Schiff hinzuordern. Per Autopilot. Und einige Basen haben das halt nicht. Und Alter, wie geil. Das ist der erste Planet, den ich total schön finde mit diesen Farben. Das ist so, das ist einfach so traumhaft. Achso, im Übrigen, ich weiß nicht, Crocodiles. Ich kann ja mal gucken, sehe ich das von hier aus? Sehe ich leider nicht, weil es gerade, ich glaube... Ja, ist ein bisschen bewölkt. Manchmal kann man sogar andere Planeten sehen und du kannst, was ich so geil finde einfach, ist, du kannst von hier aus losfliegen und einfach ins Weltall ohne Ladebildschirm.
Das ist so mega. Na? Ja, ja, hey, warte. Okay, habe ich bereits entdeckt. Habe ich dich auch schon bereits entdeckt? Habe ich schon. Pupsi. Genau, der Pupsi. So. Achso, wir können den im Übrigen... Wir können der neuen Entdeckung mal einen Namen geben. Ich lade mal eben die zwei Sachen hoch. Wie nennen wir den denn mal? So. Ne? Das ist die Gisela. So, Gerd und Gisela wohnen hier auf dem Planeten. So, haben wir hochgeladen. Ich hoffe, das wird auch angenommen vom Spiel. So. Ich hoffe, wie weit ist das? 7 Minuten ist das entfernt. Gibt's das Game auch auf Disc und was kostet? Ja, ich hab's auf Disc. Es ist Vollpreisspiel. Kostet 59, glaube ich. Also um die 60 Euro. Habe ich ja auch selber auf Disc. Gibt's auch als Download. Also ist ganz normal. Huch. Boah, das ist abnormal, wie schwül das schon wieder ist. Und so am Schwitzen bin. So, ich muss mal einen Schluck trinken. Warte mal. Ah, so. Boah, lecker. I haven't meet the Muffin yet, lol. Ja, Mr. Muffin Planet. Wir haben gestern übrigens, falls sich jetzt wer fragt, was Craig meinte, wir haben gestern Planeten gefunden, da sahen die Tiere aus wie so Muffins mit so Schokostückchen drauf, voll geil. Habe ich ein bisschen gefeiert gestern. The Muffin Planet. Da ist auch irgendwas. Ich glaube nicht, dass das ein anderer Spieler war. Ich habe ja immer die Hoffnung, dass es passiert, dass man einen anderen Spieler treffen, aber die Chance ist so gering. Hab die Triophrie-Prüfung bestanden. Danke fürs Daumen drücken. Yeah, geil. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt nur noch die Praxis. Ja, aber das schaffst du auch. Ich drück nochmal ganz, ganz fest die Däumchen. So, ich glaube, mir hat sich hier, glaube ich, der Links aufgehangen. Und ich bin sehr gespannt, wie lange der Chat... Boah, Atompilz. Wie lange der Chat heute hält, weil gestern im Stream... Hat er ja irgendwann den Geist aufgegeben, aber heute sitze ich am Rechner. Wie findest du das Spiel? Ich find's total geil. Ich find's mega entspannt, mega beruhigend. Es ist auch eher so ein Spiel, also, aua, es ist eher so ein Spiel für ein Stream. Ja, es ist mehr ein Stream-Spiel und kein Let's Play-Game. Das ist kein Let's Play-Game. Das ist eher ein, aua, Alter, was? Okay, ich sollte mal eben, mir fällt gerade aber auf, die Steuerung... Es ist ein bisschen... Bewegung umsehen. Ist ein bisschen niedrig, finde ich. Ich mach das mal auf 80. Mal gucken. Ja, das ist... Ich glaube, ja, das ist besser. Das ist viel besser. Das war mir ein bisschen zu langsam. Spielst du online im Multiplayer-Modus? Das Spiel hat keinen Multiplayer-Modus, aber das ist... eigentlich im Prinzip ist es online. Ja. Es ist ein ich kann da nochmal auf Optionen. Hier unten siehst du hier, die Online-Dienste sind aktiv. Das ist eine Online-Galaxie. Deswegen kann man hier auch Namen benennen für die Tiere, für die Bäume und tralala. Und du hast die Möglichkeit, du kannst Spieler treffen, aber die Chance ist so minimal. Die liegt bei, ich sag mal, 0,00001%. Dass du wirklich jemanden triffst, ist so gering. Es haben wohl angeblich schon welche geschafft, aber... die haben sich wohl nicht gesehen. Das soll wohl angeblich wohl ein Bug sein. Die sind sich aber selber nicht sicher, ob das jetzt ein Bug war. Was ist das denn da? Gucken wir mal. Das ist da auch. Okay, ich guck mal hier, was das ist. Blau. Ach, das könnte Platin sein. Genau, Platin. Hui. Voll geilo. Okay, wenn zwischendurch die Streamqualität ein bisschen nachlässt, das liegt aber am Spiel, weil das Spiel sehr viele Farben hat. Ja, das liegt dann nicht an der Verbindung, sondern das liegt am Spiel. Weil je mehr Farben im Stream sind, desto mehr muss der Stream berechnet werden.
Also nicht wundern, wenn mal ein paar mehr Farben auftauchen, dass es ein bisschen pixelig wird. So. Da gucken wir mal. Wir haben noch 4 Minuten vor uns. Alter, das ist so. Ich hoffe, wir finden echt eine Station. Das ist... Was ist das denn? Uah. Oh Gott. Es erinnert auch ein bisschen an Minecraft, wenn man so wandert und tralala. Klar kann man über das Game streiten. Ich persönlich würde Fallout 4 sogar vorziehen, aber das Game hat schon sein Dasein, eine Berechtigung. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also wie gesagt, es gibt einige Leute halt, die sagen, nee, ist ein Kack-Game, ist es langweilig, dieses Rumlaufen. Es gibt einige Leute, die sagen, es ist toll. Ne? Ich finde es zum Beispiel auch sehr klasse, macht mir sehr, sehr viel Spaß, weil alleine die Masse, die Größe allein, das kann man gar nicht beschreiben, das muss man selber gespielt haben, damit man mal einen Eindruck kriegt, wie groß das wirklich ist. Das ist so, jetzt guckt ihr mal an, ihr habt jetzt mitgekriegt, wie weit wir schon gelaufen sind, ja, da hinten ist unser Schiff, ja, es sind jetzt 9 Minuten bis unserem Schiff, wenn wir natürlich jetzt hier so gerade laufen würden, und da hinten geht's immer noch weiter, und es ist unfassbar. Warte mal, wo müssen wir denn, da, ne? Da ist ein Signal. Und da hinten habe ich, glaube ich, gerade eine Base. Da ist irgendwas grün am Leuchten. Da könnte eine Basis sein. Und da ist 3 Minuten 10 ist der Monolith entfernt. Und der ist 4 Minuten. Okay, wir gehen erstmal zum Monolith und dann gehen wir mal da zu der vermeintlichen. Oh, guck mal da. Ja. Und es ist auch meines Erachtens nach der erste Planet, wo ich bin, also ich spreche jetzt von mir, wo ich keine Probleme habe mit irgendwelchen äußerlichen Einflüssen, was unserem Anzug schadet. Also ich hatte Planeten zum Beispiel schon gehabt, ich habe Planeten gehabt zum Beispiel, wo Kälte, ja, meinen Anzug zerfressen hat, da musste ich natürlich gucken. Und, na toll, brauche ich nicht unbedingt, mache ich mal, Isotop. Dann einmal, wie gesagt, diesen radioaktiven Regen, den ich schon hatte. Und hier ist meines Erachtens mein erster Planet. Wie man sieht, ich habe nur diese, ja, ich sag mal, den Sauerstoff, nenne ich das mal. Guck mal, da ist schon wieder so ein Dingen und da ist so ein Dingen. Können wir beides mal abgrasen.